Und dann ist es eine Frage, eine individuelle Frage, inwieweit wird daraus Freiheit generiert? Und wie entsteht Freiheit? Wie entsteht Freiheit? Freiheit entsteht in unserem gesellschaftlichen Kontext, wenn der Einzelne in der Lage ist, zu verzichten. Holla, ne? Das muss natürlich in der verkürzten Weise Widerspruch hervorrufen, aber ich gebe es Ihnen einfach mal so mit zum weiter drüber nachdenken. Wenn Sie nicht verzichten können, dann können Sie keine Freiheit erleben. Dann sind Sie im schillerschen Sinne sozusagen von Ihrem Stoff- und Formtrieb dominiert. Mal ist der Stofftrieb, mal ist der Formtrieb. Wunderschön nachzulesen in den ästhetischen Briefen. Und dann sind sie immer von irgendwas dirigiert, dann sind sie immer irgendwie am Schwanz des Pferdes. Erst in dem Moment, wo sie Verzicht leisten können sie frei sein. Und dann kommt es auf sie drauf an. Ist eine ganz schlimme Aussicht, muss ich Ihnen sagen. Nämlich sie werden dadurch zurückgeworfen auf sich selbst. Da gibt es keine Ausreden mehr. Und jetzt wieder Angewesene ausgenommen, und an sich selbst kann man es wirklich nicht beobachten. Schauen Sie in Ihr Umfeld, wie viele Ihrer Mitmenschen, mehr oder weniger liebgewonnene Mitmenschen, sich permanent in irgendeiner Opferrolle befinden. Ja, wenn ich könnte. Also, ich hätte ja damals einen ganz anderen Beruf mir ausgesucht. Trägt der wie eine Monstranz sein ganzes Leben vor sich her. Wenn ich mich von meinem Ehepartner, hätte ich mich ja schon längst getrennt, wenn ich mir das erlauben könnte. Ne? Also je mehr Vermögen sie haben, desto teurer wird die Scheidung. Ne? Also nehmen Sie es nicht so wörtlich. Ne? Wenn ich nicht auf das Einkommen angewiesen wäre, hätte ich schon längst die Stelle gewechselt. Also das ein großes Gesellschaftsproblem für uns ist, dass viele Menschen, also mehr Menschen, als sie denken. Und schauen Sie mal genau, also bei sich können Sie es schwerer beobachten wie bei den anderen, schauen Sie mal so rum und fragen sich, viele Menschen nur scheinbar einen Arbeitsplatz haben, was ja ein gewisses Glück eigentlich ist, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Einkommensplatz. Ja, Leute, ist aber nichts zu lachen, ehrlich. Das ist eine wirkliche Tragik, wenn Sie mal jetzt dadurch angeregt, mal mit dem Augen morgen so bei Ihren ganzen Kollegenschaft so rumgucken und sich fragen, ja, wer hat denn hier einen Arbeitsplatz wirklich und wer hat eigentlich nur einen Einkommensplatz? Dann ist doch das eine enorme gesellschaftliche Tragik. Da kommen auch übrigens viele der Erkrankungen her, die wir heute, Depressionen und was es da so alles gibt, ne? Dass man eigentlich, weil man nicht die Möglichkeit hat, und es kann ja oft auch tatsächlich so sein, dass man nicht die Möglichkeit hat, weil man die Verantwortung hat, weil man darauf angewiesen ist, auf das Einkommen, weil man, ne, einen anderen Beruf ergriffen hat, nur weil das der Vater gewollt hat oder dem, und so weiter. Die ganzen aus den Konventionen und auch aus den eigenen Trieben, Stoff- und Formtrieb wieder, weil man die sozusagen nicht beherrschen kann, weil man da nicht Verzicht leisten kann, ist man in dieser Situation und dadurch gerät man in Opferrolle. Das führt zu Krankheit. Das führt zu der Unmöglichkeit, seine Biografie so zu gestalten, wie man sie eigentlich gerne gestalten würde. Das ist unser gesellschaftliches Problem. So, jetzt haben wir uns von zwei Seiten genähert. Einmal sind wir sozusagen über die Fremdversorgungsseite gekommen und verkürzt gesagt sind wir gekommen jetzt über die Frage, was heißt in einer Gemeinschaft, wo man aufeinander angewiesen ist, Freiheit, Verzicht. Also wenn Sie jetzt mal in einem Gedankensprung sich so vorstellen, wir hätten überhaupt keine Lohnsteuer, Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Körperschaftssteuer und so weiter, die gäbe es alles nicht mehr. Die ganzen Steuern, die wir heute erheben, also nochmal zu den Steuern muss ich sagen, Steuer hat nichts anderes zur Aufgabe, als zu steuern,
Wer über das Wertschöpfungsergebnis, was eine Gesellschaft hervorbringt, verfügt? Und zwar, welcher Teil privat verfügt werden kann, also von jedem Einzelnen, und welcher Teil gemeinschaftlich verfügt werden soll. Also Steuer definiert nichts anderes wie das Zurücktreten des privaten Konsums, damit die Gemeinschaft konsumieren kann. Halten Sie den Gedanken mal fest. Mehr hat die Steuer nicht zu tun. Je größer das Wertschöpfungsergebnis ist, was wir hervorbringen, also je produktiver wir sind, desto mehr kann entweder der Einzelne konsumieren oder die Gemeinschaft. Überschrift: zumindest ist der materielle Wohlstand einer Nation. Und da müssen Sie doch feststellen, dass es weder Ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern so in solchen materiellen Verhältnissen gelebt haben, wie wir heute leben. Noch nie hat die Gemeinschaft so viel Güter und Dienstleistungen hervorgebracht, wie wir heute. Und die Entwicklung der Produktivität, durch die wir das können, geht exponentiell. Exponentiell. Wer von Ihnen hätte sich vor 10 Jahren vorstellen können, dass heute so viele Menschen ihre Bankgeschäfte per Internet auf ihrem Bankkonto machen? Kein Banker übrigens, ne? Und wenn sich die Banker das nicht vorstellen konnten, konnten Sie sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Wer von Ihnen, heben Sie doch mal die Hand hoch, macht seine Bankgeschäfte via Internet auf seinem Bankkonto? Schauen Sie sich mal um. Wissen Sie, was Sie sind? Alles Arbeitsplatzvernichter. Alles Arbeitsplatzvernichter. Also wir, schauen Sie, dadurch, dass wir sozusagen unsere geistige Betätigung mit dem Hervorkommen der Naturwissenschaften auf die Arbeit angewendet haben, das sind ja die zwei Strömungen, die sind einmal die Arbeit sozusagen an der Natur, die Natur umwandeln in konsumfähiges Gut, und darauf anwenden tun wir unseren Geist. Also jeder, der seine Spülmaschine, da kann ich es am besten dran erleben, weil ich muss das zu Hause oft machen, wir haben viele Kinder zu Hause, muss der Papa die Geschirrspülmaschine einräumen, ne? Geschirrspülmaschine. Und wenn Sie die Geschirrspülmaschine einräumen und sie auch ausräumen müssen, das ist allerdings wichtig, ne? Dann werden Sie sehr schnell beobachten, dass Sie sich beim Einräumen ganz anders verhalten in der Art und Weise, wie Sie die Sachen reintun, weil Sie denken sozusagen schon vor, was passiert, wenn ich sie ausräume, dass ich mit möglichst wenig Zeitaufwand die Spülmaschine ausräumen kann. Und deswegen wende ich Geist auf Arbeit an. Ist jetzt wirklich ganz fast kindergartenmäßig ausgedrückt. Das, was uns antreibt zur Produktivität. Und das können Sie dem Menschen nicht abgewöhnen. Das können Sie den Menschen nicht abgewöhnen, auch nicht durch Beschäftigungssicherungsprogramme. Das führt nur dazu, dass Sie die Wirtschaft zu einer beschäftigungstherapeutischen Veranstaltung machen. Und das ist die Wirtschaft heute schon. Es gibt kluge Leute, die haben das mal durchgerechnet. Der Lothar Späth mit dem Henze von McKinsey. Wenn in der Wirtschaft heute, also dort, wo wir sozusagen in der produktiven Tätigkeit sind, also wo konsumfähige Güter erzeugt werden, wenn wir dort alle Rationalisierungspotenziale voll einsetzen würden, hätten wir eine Arbeitslosenquote von 37%, haben die vor 10 Jahren ausgerechnet. Woher kommt das? Weil ja das Ergebnis unserer Fähigkeit Geist auf Arbeit, also wenn ich da noch ein bisschen länger Geschirrspülmaschine einzuräumen hätte, hätte ich wahrscheinlich schon einen Roboter erfunden, der das für mich macht. Ne? Also dieser Drang, Geist auf Arbeit einzuwenden, der hat natürlich dazu geführt, dass wir die 5. Schöpfung geboren haben. Die 5. Schöpfung, das ist die Welt der Maschinen und Methoden.